Hi ihr Wundervollen, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video. Heute habe ich meine Favoriten aus dem letzten Monat für euch, aus dem Juni. Es sind super spannende Produkte dabei. Also ich habe relativ viele Beauty-Sachen, dann habe ich noch ein bisschen Food, ein bisschen Lifestyle, Fashion und ich würde sagen, wir legen los. Ich würde sagen, starten wir mit Beauty, da habe ich gerade am allermeisten Bock drauf. Und zwar mit diesen Produkten, Pflegeprodukten für die Haare. Ich habe die euch in meinem Haul auch gezeigt. Das sind diese Produkte hier von Schwarzkopf, Bonacure, Repair Rescue aus dieser Serie. Und zwar einmal Shampoo, Maske und ein Sprühconditioner. Und Maske und Shampoo sind jetzt leer, leider. Denn ich habe die wirklich durchgefeiert. Also schon ein bisschen mehr sogar als den letzten Monat. Ich habe die bestimmt, ich glaube, 6 Wochen oder so durchbenutzt. Und ich mochte die ultimativ gerne, weil eben das Shampoo auch sehr pflegend ist, aber trotzdem nicht zu sehr beschwert. Die Maske super gut pflegt und auch der Sprühconditioner macht, dass ich durch die Haare komme wie Butter. Und was ich eben so toll finde an diesen Produkten ist, dass sie zum einen sehr, sehr ergiebig sind, man braucht nicht viel, und zum anderen, dass sie wirklich eine absolut tolle Qualität haben, wie eben Friseurprodukte haben sollten, also auch wie Kerastase oder Paul Mitchell, was ich schon alles probiert und benutzt habe, aber vom Preis her deutlich erschwinglicher sind. Ich packe euch den Link mal in die Infobox, die gibt es auch auf Amazon und ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Ich mochte die sehr, habe es jetzt gerade nicht nachbestellt, weil wir in der Woche schon wieder weiterreisen und das dann hier nicht mehr rechtzeitig ankommen würde, aber ich mag es sehr und den Sprühconditioner, da habe ich ja auch noch ein bisschen was drin. Ja, also wirklich große Empfehlung, wenn ihr strapaziertes, sprödes, frisseliges Haar habt, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann habe ich hier eine Creme für euch und zwar von Dr. Yard, die Seeker Pair. Das ist diese Tiger Grass Color Correcting Treatment Cream und die habe ich mir auch vor der Abreise gekauft und habe sie jetzt eigentlich gar nicht benutzt die ersten Monate, aber jetzt die letzten Wochen habe ich sie vermehrt rausgekramt. Und zwar ist das so eine etwas dickere Creme. Die ist schon so ein bisschen dicker, muss man sagen. Also ich würde sie jetzt nicht unbedingt für super ölige Haut empfehlen, eher für normale Mischhaut oder trockene Haut. Riecht sehr stark nach Erkältungsbad, so Eukalyptusmäßig. Aber ich stehe ja da total drauf auf den Geruch. Und die Sache ist ja die, wer mich länger verfolgt, weiß, dass ich überhaupt keine Foundation mag und trage und ich habe auch keine dabei oder so. Trotzdem habe ich manchmal so das Bedürfnis, gerade auch hormonell bedingt oder so, dass ich mir denke, so, oh, meine Haut ist so ein bisschen unausgeglichen. Ich habe einfach so ein paar Rötungen. Keine Pickel oder so, das habe ich äußerst selten, aber so ein paar Rötungen. Und da ist halt das hier genau das Richtige. Das ist eben eine Color Correcting Cream. Und zwar ist sie so ein bisschen grünlich und ein bisschen dicker. Und wenn man die eben dann verreibt, dann passiert Folgendes. Die bekommt jetzt nicht so eine krasse Tönung, sondern wie so einen leichten Schleier auf der Haut, im positiven Sinne. Also wirklich so eine ganz leichte Korrektur eben. Und dadurch werden eben Rötungen weggenommen und es hält eben so ein bisschen dagegen. Aber es ist überhaupt kein Grünstich oder man ist dann auch nicht zu fahl im Gesicht oder so, sondern es korrigiert sehr, sehr schön die Haut und Rötungen werden eben weggenommen. Und das ganze Hautbild sieht ebenmäßiger aus, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich trage einfach nur eine Creme und keine Foundation und es setzt sich nichts komisch ab oder so. Und das mag ich an der halt eben sehr gerne. Das ist so genau mein Ding und das höchste der Gefühle, was ich an Abdeckung mag, einfach nur so eine leichte Korrektur und das tut die und sie pflegt gut, sie fühlt sich gut auf der Haut an, der Geruch ist gut, sie ist sehr ergiebig und sie tut einfach einen guten Job, genau das, was ich brauche, was gegen Rötungen und das tut die und deswegen kann ich euch die sehr empfehlen, wenn ihr auch so ein Hauttyp seid, dass ihr sagt, ihr braucht keine starke Abdeckung, sondern einfach manchmal wünscht ihr euch nur so ein bisschen mehr Ebenmäßigkeit. Eine andere Obsession ist mit meinen Lippen. Und zwar habe ich wirklich die letzte Zeit eigentlich nie was auf die Lippen gemacht. Aber jetzt habe ich was wieder rausgekramt aus meiner Sammlung. Und zwar das hier von L'Oreal. Ist das ein Lippenstift? Ich weiß nicht, wie die Reihe heißt und ob es die genau noch so gibt. Aber ich versuche es auf Amazon zu finden und auch das auch in der Infobox zu verlinken. Weil die meisten Sachen, die ja so ausgelistet werden, gibt es dann noch auf Amazon. Ich hoffe es sehr. Und zwar ist es die Nummer 401 Rebel Red. Das ist ein roter Lippenstift, den ich eben auch jetzt gerade trage. Der aber super schier ist und das ist so ein schönes Rot. Das ist nicht super kühl, das ist nicht super warm, das ist so schön in der Mitte. Es hat einen leichten Kirscheinschlag, so einen Kirschroteinschlag, aber ich finde das wunderschön. Der trägt sich leicht auf die Lippen auf, es fühlt sich leicht auf den Lippen an, aber was eben auch toll ist beim Abtragen, es bleibt so ein leichter Stain. Und das mag ich sehr gerne, weil ich stehe im Moment total drauf, wenn die Lippen so durchblutet aussehen und so ein bisschen mehr Farbe haben als eigentlich. Aber eben trotzdem nicht dieses Gefühl von so, boah, ich trage Lippenstift und muss auch voll aufpassen. Und das habe ich hier eben gar nicht und ich mag den voll gerne. Ich habe den meiner Mama geklaut.
Sorry Mama, aber ich mag ihn sehr, sehr gerne und ich kann ihn euch nur ans Herz legen, wenn ihr auch sowas sucht. Da gibt es sicherlich vielleicht auch noch andere Farben, aber gerade im Rebel Red ist so meine absolute Obsession und vor allem auch in Kombination mit einem neuen Blush, den ich habe, den ich auch heute trage. Ich finde, das ergänzt sich einfach sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wie sie in der Kamera rüberkommt, aber es ergänzt sich sehr, sehr gut. Und zwar ist das dieser Blush hier, den habe ich euch auch in meinem Haul gezeigt, der Butter Blush in der Farbe Vintage Rouge. Und ich habe einfach einen neuen Blush gebraucht. Ich habe gar nicht mehr gerne Blush getragen, weil ich die ich dabei hatte, irgendwie war nicht so das Richtige dabei. Und der hier ist grandios. Zum einen, er riecht nach Kokos, ich stehe drauf, muss nicht jeder mögen, aber ich mag's. Zum anderen ist der super butterig, also Butter Blush macht seinem Namen alle Ehre. Super butterig, lässt sich ganz, ganz leicht verblenden, also spielend leicht, da braucht man gar keine Sorge haben. Und sieht dann, verschmilzt schön mit der Haut, weil er so butterig ist und sieht super schön aus. Und die Farbe ist halt für mich der absolute Oberknaller. Es ist die perfekte Mischung aus Rosa, aus leicht rötlich und aus Korallfarben. Und dadurch fügt er sich, finde ich persönlich, so schön ins Hautbild ein. Es ist nicht so, dass man so sieht, sie trägt Blush, weil es ist ein bisschen zu rosa, ein bisschen zu pink oder ein bisschen zu rot. Es ist die perfekte Kombi aus allem und dadurch macht es diese einfachen, leicht geröteten, natürlichen Wangen. Und ganz oft in letzter Zeit mache ich es auch so, ich decke einfach ganz, ganz leicht meine Augenringe ab, dann kommt das hier auf die Lippen, das auf die Wangen kurz und das war's. Und das ist mein Make-up, mit dem ich mich frisch fühle, aber es sieht halt super ungeschminkt aus und einfach nur frisch und es dauert halt irgendwie eine Minute, weil was am längsten dauert bei mir ist Wimperntuschen und das lasse ich dann manchmal einfach weg an Tagen, wo ich vielleicht auch nur daheim bin oder nicht viel vorhabe. Und große, große Liebe, also mega toller Blush. Dann ein bisschen was zum Thema Fashion und eine Sache, wo ich finde, die passt ultimativ gut zum Lippenstift und zum Blush. Ich meine, so verrückt muss man sein, danach seine Klamotten auszuwählen. Aber ja, ich mag das, wenn das alles so matcht. Und ihr habt es auch gesehen in meinem Video, in meinem Haul. Da hatte ich nämlich dieses Oberteil hier an. Und ich glaube, das hat auch vielen von euch sehr, sehr gut gefallen. Und zwar ist das auch eben in so einem ausgewaschenen Rotton. Passt eben, wie gesagt, finde ich sehr gut zu den Lippen und zu dem Blush. Und steht mir überhaupt diese Farbe, finde ich. Ich finde, es sieht sehr, sehr hübsch aus. Und was ich aber auch daran mag, ist, dass es sehr locker fällt, aber trotzdem sehr figurbetont ist. Es hat einen sehr tiefen Ausschnitt, aber ich ziehe darunter dann so einen schwarzen Spitzen-BH und den sieht man dann und das finde ich auch sehr hübsch. Und das schmiegt sich einfach schön um den Körper rum. Gleichzeitig ist es aber ein bisschen länger. Das ist jetzt nicht super cropped, das ist einfach normal geschnitten. Ich mag die Länge sehr gerne. Und es ist auch so ein ganz weichen Stoff. Habe ich schon gesagt, es ist von Forever 21. Ist aus einem ganz weichen Stoff. Also das ist, kann man gar nicht beschreiben. Es ist, als wäre es auch ein bisschen nochmal beschichtet oder so. Fühlt sich ganz, ganz toll an und das habe ich sehr geliebt. Und ansonsten fashionmäßig habe ich sehr geliebt, also ich meine von meinen Ringen abgesehen, die ihr ja kennt und die ich immer trage, dieses Armband hier. Und zwar ist es ein Armband, das ist ein Erbstück sozusagen. Das ist von Matthias Oma, die leider nicht mehr unter uns ist. Und die hat ihm das geschenkt und er hat es dann mir geschenkt. Und zwar ist das ein Armband mit ganz vielen verschiedenen Kristallen, also Rosenquarz und Tigerauge und so weiter. Und ich liebe dieses Armband. Zum einen passt es natürlich auch zu meinen Ringen, weil ich trage ja auch hier einen Ring mit einem Mondstein und dann hier diesen mit diesem grünen Stein eben. Also ich trage ja alles immer mit irgendwelchen Steinen und ich liebe das, weil es ist Schmuck, der schön aussieht, aber der irgendwie auch eine Bedeutung hat und dieses Band mochte ich sehr, sehr gerne. Und es passt halt auch zu meinen Ketten und so, die ich ja auch immer von Os Orgonit trage. Irgendwie harmoniert das alles schön zusammen und ich trage das sehr, sehr gerne zusammen und ja, mochte das eben diesen Monat auch sehr gerne. Dann ein Food Favoriten. Wer vielleicht schon mal länger in Asien unterwegs war, weiß, dass man sehr viel Reis hier isst. Und wir essen seit 5 Monaten sehr viel Reis. Und irgendwann reicht's. Irgendwann hat man keinen Bock mehr auf Reis. Und hier haben wir jetzt eine Küche und haben ungefähr jeden Abend, und zwar wirklich jeden Abend, Spaghetti gegessen. Also das ist ein absoluter Favorit von mir. Wir haben fast jeden Abend uns einen Topf Spaghetti gemacht und eine schöne Tomatensauce dazu. Und das war für mich der Himmel auf Erden. So al dente Spaghetti. Ja, damit kannst du mich im Moment echt kriegen und ich kriege nicht genug davon. Und deswegen, ja, was soll ich sagen, so unscheinbar und alles. Aber man weiß nach 5 Monaten Asien Spaghetti sehr, sehr zu schätzen.
Und dann noch so ein richtiger Lifestyle-Favorit ist dieses Buch hier. Zum einen, weil es wunderschön aussieht. Also es ist wirklich, ich liebe es. Da steht vorne drauf, Make Today Count. Und es ist in so einer Marmoroptik und der Schriftzug ist in Gold. Das habe ich mir in so einem Schreibwarenladen in Phuket gekauft. Und da gab es sehr viel Auswahl. Und ich stand wirklich eine Stunde da und habe überlegt, welches ich mitnehme. Es war auch relativ günstig, muss ich sagen. Aber ich finde es sehr schön. Und innen hat es eben so Blankoseiten. Also da ist auch nichts liniert, da ist nichts kariert, da ist nichts gepunktet oder so. Das sind einfach nur Blankoseiten und da rein kommt alles, worauf ich Lust habe und woran ich Spaß habe. Und das ist eben so ein Favorit von mir, so ein Büchlein zu haben, wo ich alles reinschreiben kann. Also ich schreibe da mein Dankbarkeitstagebuch rein, mein Bodyfeeling-Tagebuch. Ich schreibe da aber auch Listen rein mit Orten, die ich gerne sehen möchte. Ich schreibe Listen rein mit Hotelempfehlungen, die ich bei irgendwelchen Reisebloggern aufschnappe. Ich schreibe Listen rein mit Büchern, die ich lesen möchte. Ich schreibe hier meine Lebensvision rein. Ich schreibe Motivationssprüche rein. YouTube-Ideen. Hier kommt alles rein und hier darf alles rein und ich liebe es, in dieses Buch zu schreiben und mache das jeden Tag. Also das ist jeden Tag so meine Zeit, dass ich hier irgendwas in dieses Büchlein schreibe und es füllt sich und füllt sich und füllt sich und ich habe wirklich das erste Mal so das Gefühl so, wow, das ist was, was ich dauerhaft machen werde und was ich ja jetzt schon richtig lang auch mache und was ich auch richtig lang noch machen werde, weil es mir Spaß macht und weil ich da irgendwie so meine Linie gefunden habe. Falls ihr dazu ein Video wollt, sagt es mir bitte in Form eines Kommentars, damit ich da Bescheid weiß, ob ihr dazu wirklich mal ein Video wollt, wie ich mit dem Buch so arbeite und was da dran so toll ist. Aber es war auf jeden Fall ein Favorit von mir, da reinzuschreiben und es hat mich jeden Tag gefreut, dieses Buch aufzuschlagen. Was waren denn überhaupt eure Favoriten im letzten Monat? Würde mich total interessieren. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es doch gerne. Ich packe euch mal hier den Abo-Button hin. Dann abonniert meinen Kanal, somit verpasst ihr kein Video mehr. Wir sehen uns öfter. Und ansonsten freue ich mich einfach, euch im nächsten Video wieder zu begrüßen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, euch die Favoriten zu zeigen. War eine schöne Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Eure Patti.